Diese Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Jahren mahnen wir hier im Deutschen Bundestag dringende, notwendige Modernisierungsmaßnahmen für das Unternehmenssteuerrecht in Deutschland an. Nicht jetzt 3 Jahre warten, sondern immer wieder. Wir gehen nach dem pädagogischen Prinzip vor. Wenn man es vielleicht Ihnen 5-mal oder 7-mal vorträgt, dass Sie es dann endlich kapieren. Aber lieber Herr Kollege Schrodi, ich weiß nicht, wenn man mit der SPD über Steuern spricht, ist wie wenn man mit Blinden über Farbe spricht. Sie haben dafür 0,0 Verständnis. 0,0 Verständnis. Und leider ist unser wertvoller Ansatz der Modernisierung der Unternehmensbesteuerung in der letzten Legislatur an dieser SPD gescheitert. Und diese Blockadehaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Blockadehaltung im Deutschen Bundestag ist jetzt in ganz Deutschland spürbar. Es wird noch verschlimmert durch die planwirtschaftlichen Gedankenspiele und Umverteilungen der Grünen. Aber merken Sie eigentlich nicht, liebe Kollegen, merken Sie eigentlich nicht, was Sie mit dieser Politik gerade in Deutschland anrichten? Merken Sie denn nicht, dass Unternehmen aus Deutschland abwandern und woanders investieren? Das müssen Sie doch sehen. Oder sind Sie auf beiden Augen blind? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesfinanzminister geht durch Deutschland und verkündet, was man an Unternehmenssteuerreformen machen könnte. Wir stimmen dem zu, aber es wird 0,0, gar nichts von diesen Gedanken in dieser Bundesregierung umgesetzt. Gemacht worden ist in dieser Legislaturperiode nichts. Und es liegt an Ihrer politischen Agenda. Das liegt an Ihrem Mindset, was Sie haben. Ihr Mindset heißt, wir sammeln von den Bürgern und von den Unternehmern möglichst viel Geld ein und verteilen es an diejenigen um, die uns politisch und ideologisch wichtig und richtig sind. Das ist aber Planwirtschaft. Das ist weit entfernt von sozialer Marktwirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen brauchen wir brauchen starke Unternehmen. Schauen Sie, auch Ihre Reden heute zeigen doch, welchen Neid Sie haben gegen Unternehmer, die erfolgreich sind. Wir brauchen diese Unternehmen, denn die Unternehmen und der Mittelstand sind das Rückgrat in Deutschland für Wohlstand, für Arbeitsplätze, aber auch für alle anderen Ausgaben im Staat. Wenn wir diese Unternehmen nicht haben, können Sie alle anderen Ausgaben auch im Staat vergessen. Und deswegen haben wir einen Antrag eingebracht heute, der auf 3 wesentlichen Säulen beruht. Erstens, die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland wiederherstellen. Zweitens, die Bürokratie im Steuerrecht abbauen und die Strukturen im Steuerrecht verbessern. Und ich sage Ihnen eins, wenn wir über die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit, ich weiß, Sie haben davon nicht so viel Interesse daran, aber ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Eine Personengesellschaft, lassen Sie mich doch mal ausreden, hören Sie doch mal zu, vielleicht lernen Sie auch was dabei. Wenn man eine Personengesellschaft in Deutschland besteuert, haben wir 42% Spitzensteuersatz, ab 270.000 45%. Dazu kommt die überschießende Gewerbesteuer, dazu kommt der Solidaritätszuschlag, dazu kommt die Kirchensteuer. In allen anderen Ländern ist die Steuer 20% niedriger. 20% niedriger. Deswegen wandern doch die Unternehmen genau in diese anderen Länder ab. Und wenn sie die Steuer nicht runtermachen, dann wird dieser Verfall des Arbeitsplatzstandortes Deutschland weitergehen. Und übrigens, das sind ja Fakten, übrigens auch bei Kapitalgesellschaften haben wir eine Grenzbelastung von über 32%, in anderen Ländern 10%, 15%. Auch da ist der Herr Kollege, riesig groß. Herr Kollege Brehm, ich muss Sie kurz unterbrechen. Frau Kollegin Beck, Sie haben bereits geredet, Herr Kollege Schoß, Sie haben bereits geredet. Zwischenrufe, besonders wenn Sie intelligent sind, sind erwünscht, weil Sie die Debatte beleben. Aber Co-Referat durch Zwischenruf zu halten, finde ich unangemessen. Bitte lassen Sie den Redner einfach mal ausreden und dann können Sie im Zweifel reagieren. Vielen Dank, Herr Präsident. Also, wir haben ein großes Delta zwischen der Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland mit im Vergleich, im internationalen Vergleich. Und wir reden doch nicht, und das ist wieder Ihre neidgeprägte Agenda, wir reden doch nicht davon, was die Unternehmer aus ihrem Unternehmen rausnehmen und privat verwenden, sondern wir reden davon, dass wir das Geld im Unternehmen belassen und was im Unternehmen bleibt, begünstigt besteuert. Das ist doch ein Riesenunterschied. Also deswegen brauchen wir eine andere Agenda, ein anderes Mindset. Nehmen Sie den Unternehmen nicht das Geld ab,
sondern lassen Sie es in den Unternehmen mit einer niedrigeren Besteuerung, sodass die Unternehmen entscheiden können, welche Investitionen sie machen in Digitalisierung, in die Transformation der Wirtschaft. Ich glaube, die Unternehmen können es besser als Sie in der Bundesregierung. Herr Kollege Beck, erlauben Sie eine Zwischenfrage, der Kollegin Beck. Frau Beck, Sie können die Zwischenfrage stellen. Ich wollte einfach nur noch mal erläutern und eine kleine Frage natürlich einbauen. Es ist einfach so, wenn hier Dinge erzählt werden, die so nicht stimmen, dann ist es mir ein Anliegen, lieber Herr Brehm, da auch was zu sagen. Ich möchte Ihnen natürlich Ihre Redezeit gönnen, so wie jeder hier seine Redezeit hat. Aber wenn Dinge erzählt werden, die nicht stimmen, auch Herr Mittelberg hat eben erwähnt, wir hätten nichts gemacht, außer den Grundfreibetrag abzusenken. Das stimmt einfach nicht. Allein in diesem Jahr haben wir über 45 Milliarden Steuersenkungen durch diverse Gesetze schon bewirkt. Und deswegen war es mir gerade ein Anliegen, an einigen Punkten auch mal, das stimmt nicht, dazwischen zu rufen. Und vielleicht die Frage, was versprechen Sie sich davon, teilweise auch Desinformationen hier vorzutragen? Also, Frau Kollegin Beck, was Desinformation angeht, würde ich gerne mal wissen, wo Sie 45 Milliarden einsparen, über das gesetzliche Maß hinaus, was das Bundesverfassungsgericht eh schon jedes Jahr erfordert. Das ist ja das, und da sind Sie, überkompensiert, haben Sie überhaupt nichts, sondern da sind Sie noch weit hinterher. Die Menschen in unserem Land werden jeden Tag durch Ihre Nicht-Überkompensation werden die ärmer, meine lieben Damen und Herren. Das ist die Wahrheit, und ich sage Ihnen, wenn Sie mir sagen, Frau Beck, dass wir Desinformation streuen, dann frage ich Sie schon mal zurück. Wir haben 45% Spitzensteuersatz. Wir haben eine überschießende, nicht anrechenbare Gewerbesteuer bei den Gemeinden über 380% Hebesatz. Wir haben den Solidaritätszuschlag für diejenigen Unternehmer, die nicht entlastet worden sind. Wir haben Kirchensteuerbelastung. Das heißt, wir sind bei einer Belastung von knapp 50% der deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer in den Personengesellschaften. Und die Steuer in den anderen Nachbarländern ist 20-30% niedriger. Und das ist die Wahrheit. Das haben Sie bestritten. Das ist die Wahrheit. Schauen Sie ins Gesetz. Schauen Sie sich die Steuersätze an. Sie verkennen die steuerliche Realität in Deutschland. Haben Sie überhaupt schon mal mit Mittelständlern gesprochen? Die sind völlig auf der Zinne täglich. Die sind völlig auf der Zinne, weil sie mit Bürokratie belastet werden. Jeder Mittelständler übrigens hat inzwischen 2-3 Tage in der Woche nur mit Bürokratie zu tun. Und dann ernennen Sie Ihre Investitionsprämie. Das wäre ein bürokratischer Irrsinn geworden. Immer wenn Sie ein Gesetz einführen wollen, machen Sie eine Riesenbürokratie Phalanx hinten dran. Das ist doch so nicht mehr handelbar. Kein Mensch kann mehr Ihre Bürokratie abarbeiten. Und deswegen haben wir hier wesentliche Punkte in unserem Antrag drin. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der dritte Gedanke des Antrags neben der Wettbewerbsfähigkeit, neben der Bürokratieentlastung ist auch, dass wir in die Strukturen des Steuerrechts gehen müssen. Wenn wir eine internationale Mindestbesteuerung einführen, dann kann man doch das Außensteuerrecht mit den Missbrauchsvorschriften einfach abschaffen. Aber nein, Sie vertrauen den Unternehmen nicht und legen noch mal eine Missbrauchsvorschrift obendrauf mit Ihrer kleinen Zinsschranke und anderen Dingen. Sie belasten doch mit Ihrer Missgunst und mit Ihrem Misstrauen gegen die Unternehmer jeden Tag den Standort aufs Neue. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sagen ja, einige Punkte sind richtig. Sie sagen auch, einige Punkte sind richtig. Die SPD hat 0,0 Verständnis für die steuerlichen Sachverhalte. Dann machen Sie doch was draus. Dann beenden Sie diese Regierung und setzen Sie mit uns gemeinsam diese Punkte um. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Nächster Redner ist der Kollege Maximilian Mortlaus, FDP-Fraktion. Sehr geehrter